Sarko nochmal, es interessiert es einfach gar nicht. Einfach so gar nicht. Hier kommt jetzt die nächste Passage. Was kommt hier? Ach du Xarko. Nächstes Matau. Hey, ich bin runter! Lol. Hast du dieselbe Runde gepflückt oder was? Oh, warte, ich komme gerade helfen. Moment. Ich backe auf dem Stein fest. Hab's gesandt. Noch eine Chest. Noch ein Piranha hinter dir. Da haben wir. Ja, durch. Ich muss einmal aufdrücken. Ja, ich auch. Ich glaube, ich muss zurück, weil da kenne ich den Weg. Nein, hier geht's nicht weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Doch, da geht's mit der Zick. Ich bin jetzt gerade in der Oberfläche, hier ist einfach nur Luft. Ja, warte, ich komme gleich. Ja. Ich backe hier die ganze Zeit im Stein rum, weil nicht stehen kann im Wasser, der Scheiß mache ich nichts. Achso, unten geht's noch weiter. Aha. Die Spookies leben auch im Wasser? Ja, pass auf, ich bin jetzt einmal nur durchgesprungen. Ich bin einfach direkt hinter dir. Kurz die Piranhas eine Runde stunnen und dann weg. Doch nichts abschießen. Hoppla. So, ein bisschen Stein farmen. Aua. Hey, wie, ja, wahrscheinlich habe ich den nicht getroffen, ne? Ich so, wer ist der? Hinter dir war merkt das so, dass das eine Stadi-Schrotflinte ist, ne? Die ist halt so unglaublich weak. Ich habe nur noch 10 Schuss mit dir. Hier ist nicht richtig. Nee? Da geht's auch noch runter. Oh, man stuckt halt überall in diesem Game, ne? Ach man. Hier liegt noch ein T-Rex-Ei. Ein befruchtetes? I don't know. Leuchtet es rot? Ja. Dann ist es befruchtet. Verfällt in 8 Minuten. Dann nimm es mit. Aufheben. Einfach ins Feuer werfen oder was? Liegt das bei Fackeln? Die Baby-Rexe sind geschlüpft, Mädels, und sie sind rot. Ja, geh. Ja, Schlängen muss ich haben. Ich komm grad. E-Rex claim Name, irgendeine Wünsche. Bis wir wegessen, bevor wir runter schwimmen. Egal. Lass ihn mal später machen. Egal. Ja. Sein, ja? Annehmen. So, mach du. Oh. Okay, ich claimen. Ach, gibt's ja auch noch einen Ausgang, oder was? Ja, gibt mehrere Wege hier. Oh, shit. Also, deswegen, du kannst hier auch 10 Wege hin. Okay, und dann kann ich jetzt jetzt kann ich aber das Ei einfach ins Feuer werfen, ja? Also in die Fackeln. Ja, daneben halt. Also. Oh. Okay, hier geht's über direkt. Was? Oh Gott. Ella, welches Geschlecht hat reicht unser das? Unser was? Unser Piet. Komisch. Kann ich die Rex wegschieben? Nee, ne? Ja, ich hab einen weiblichen Rex mir geclaimed. Nice. Der ist weiblich, warte. Wie sehe ich das? Ja, schade. Ja, einer ist weiblich, der andere weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was egal ist, aber TB's Rex ist Rex. Weiblich. Digga, man stackt hier überall rum. Was ist das, Anna? Nee, ich wollte Torben eigentlich sagen, er soll mal weiter weglaufen, dann kommen sie da raus. Sind beide weiblich. Weil die folgen dir. Die folgen mir? Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Einmal T pfeifen oder? Nee, musst du nicht, die folgen dir schon. Theoretisch, wenn sie nicht stacken sollten. Die folgen mir nicht. Soll ich das Ei einmal wegnehmen? Rexi, hallo, ihr stackt. Die folgen mir nicht. Doch, der eine will loslaufen. Aber egal, will nicht loslaufen. Mhm. Egal, was bist du denn? Warum sagst du, ist mir egal? Egal. Ich glaube, wir sind raus jetzt. Also aus der Cave. Ah, jetzt.
Nee, sie buggen. Ja, sind wir. Die Wölfe bitte müssen weg. Hier ist die Stelle, wo wir gerade gekämpft haben. Sarko. Ja. Nee, die Rechse bewegen sich nicht und sie buggen beide im Haus. Jetzt zieh's Maut weg. Warum läuft denn der Alu jetzt mir hinterher? Weil du gepfiffen hast. Aber ich habe ja nur den anderen angepfiffen. Skippen wir oder kämpfen? Dran, Alter. Pfeifen ein Erfolg. Axel, ich hab grad zwei Dankgebietler am Arsch hängen. Moment. Mhm. Wo ist jetzt der andere hin? Der eine war hier, hier ist der Kleine, hier. Das war schon 80, da ist ja der eine. Aber der andere, er kommt nicht, er schafft es nicht. Kann man ihn irgendwie greifen? Wir müssten Folgeabstand auf Niedrigste machen. Hier links, Maxi war doch. Wie ja, mache ich Folgeabstand auf Niedrigste? E, dann verhalten. Also E halten. E halten, ja. Dann auf Verhalten. Verhalten, ja. Und Folgeabstand ändern. Auf Niedrig. Folgeabstand. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Folgeabstand Mittel auf Moment. Niedrig. Erfolgt mir trotzdem nicht. Dann backt er echt einfach fest. Das ist nicht okay, es ist mein T-Rex. Halt ein Cryo. Er will, aber er kommt nicht raus. Muss ich erst noch zwei Fledermäuse kümmern. Drei Stück. Nellis, ja, komm raus da. Sonst reißt der eine Fackel ab. Ich komme jetzt nach Hause, ich bin jetzt zu Hause, ich habe einen Cryopod. Wie reiß ich die Fackel ab? Nee, lass mich mal Cryopod. Lass, ich bin da. Ja, okay. Ich mach nichts, alles gut. Er sieht schon süß aus. Eine Fresse. Oh, hier sind direkt noch mehr. Oh, Pokéball! Okay, und dann kann ich das andere jetzt einfach wieder rein droppen, ja? Achso, ja. Ich stelle ihn euch. Wo soll er hin? Warte, ich stelle ihn euch. Auf doch, noch wieder nichts. Ja. Käse ist gut. Oh, mein T-Rex! Du bist so das süß! Das ist nicht befruchtet, kann das sein? Das ist doch rot. Ja, das ist, aber es leuchtet nicht rot. Ihr habt gesagt, wenn es rot ist, es rot. Ich habe ja gesagt. Nein, ich habe gefragt. Doch, hast du gesagt. Ich habe gefragt, ob es rot leuchtet. Nein, hast du nicht. Doch. Lügen darf man nicht sagen. Dann lass doch. So, da ist Didi, okay. Weitermachen. Ich wollte Stein sammeln. Let's go. Zauber. Dann haben wir alle Artefakte für den Megaphysikus. Nice. Das ist gut. Wir haben ordentlich viel T-Rexe. Das. Ja, die müssen aber auch noch gelöst werden. Die gehen wir am besten mal die Strände lang. Und im Sumpf gefuddern. Ja, erstmal muss meiner groß werden, dass ich ihn füttern kann. Dass er. Muss ich ihm eigentlich jetzt schon Fressen reinlegen? Oh, Max. Ja, habe ich gesehen, aber ich habe keinen Bock drauf. Kann das einer, wer von euch machen, bitte? Boah, das ist auch noch richtig schön, das mit gerade Stein fahren. Aua, der beißt nämlich rein. Ach, ey. Spring doch, Janik. Gerade ich, der beißt mich ganz, der Penner, der ist schneller als wir. Obwohl wir springen. Ey. Hauptsache, du beleidigst einfach direkt immer alles, ne? Das sind vielleicht Tiere, die sensibel sind. Ja, genau, du beißt alles, was er Bock hat. Ja. Sensibel. Er hat Fokus auf dich verloren. Er hat Fokus auf mich verloren. Und Alpha-Raptor knabbert noch an dir. Maximus ist übrigens rechts abbiegen. Ja, ich weiß, ich muss jetzt mit dem Spassi loswerden. Okay. Im Wasser sind wir schneller als er. Was? Im Wasser sind wir schneller als er. Ja, ich weiß. Hauptsache Nellik hat überall Fenster mit reingebaut. Ich nur das Ei mit. Halt, stopp. Tschüss, Kalimimus, viel Spaß ohne Ei.
Ein T-Rex ist ja ein Fleischfresser, dann muss ich ihm ja rein theoretisch Fleisch geben, ne? Musst du nicht, er frisst schon vom Futtertrog. Ja, sobald er 10% hat, isst er vom Futtertrog. Oh. Braucht Zuwendung in 7 Stunden. Ja, das ist... Kannst du niemals schaffen. Bringt eh nichts. Max jetzt ausgestellt. Wieso brauchst du Zuwendung, mein Deckerchen? Hä? Du musst ihn dann streicheln und so füttern und all diese Dinge. Und mit ihm spazieren gehen. Ja. What the fuck? Ja, man geht mit einem T-Rex spazieren. Normal. Ja, willst du mit ihm kuscheln oder was? Ist noch normal, oder? Ja, ja, Schoßhund, hallo? Der Schoßrex. War komplett Rüstung reparieren, ey. Ja, ich muss auch. Krieg ich meine Hose noch wieder, Janek? Na klar. Bist du? Danke. Hoppla. Okay. Wollte ich da nicht reinlegen. Soll ich Harry, der Hirsch hat ja auch kein Holz mehr. Das war's nicht mehr. Das hab ich jetzt gerade reingelegt. Haha. Ha. Ah, meine Brust hat reingelegt. Hast du auf dem Server? Ja. Oh, wow. Nee. Wo ist denn der Baby-Rex? Bau einfach Blöcke hin. Die Baby-Rexe, die stehen da hinten. Ja, doppelt. Die Hose braucht übrigens diesen ganzen Schrott, ist 320 Metal. Max hat das mitgebracht mit Bronto, oder? Ja, ist alles ein Fabrikator. Ach, Fabrikator, okay. Das ist gut. Erstmal ein Stack in die Hosentasche packen. Ich um mein Holz. So halb brauch ich auch. Holz. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Digga, wie sick dieses Tor aussieht. Sieht so ein bisschen aus wie Jurassic Park, Alter. So, du machst die Tür auf. Die das extra aussehen lassen wie Jurassic Park. Was brauche ich jetzt noch? Pause und Schuhe, so. Wieder da. Oha, wieso ist der so schnell gewachsen? Das war Maxi. Ich war gerade pinkeln. Wow, wieso das schon wieder gemacht haben? Ich dachte, wieso? Du hast den Rex erwachsen gemacht. Nee. Okay. Er ist einfach direkt instant erwachsen. Ich konnte ihn gar nicht verfolgen. Sein Wachstum. Oh. Schon Teenager, ne? Ach, belastend. Wie kann ich einen Rex-Sattel bauen? Werkbank. Und dann level ich den jetzt ein bisschen. Ja, ich könnte echt mal Kibbel machen, Max. Nice, ich habe einen Meister ja, und einen Hüt-Sattel. Deswegen habe ich ja Beete gemacht. Und ich bin gerade mit dem Hüt unterwegs. So, Rex. Shit, packen wir auch noch da rein. Hat den jetzt schon jemand gemacht gerade? Kein Plan. Rex, also ich bin unterwegs. Ich... Auf jeden Fall nicht. Ich habe mir jetzt einen Rex-Sattel gemacht. Ich habe meinen Helm repariert in der Werkbank. Hey, mein Bärchen wächst schon. Wie ziehe ich dem Rex den Sattel an? E auf den Sattel. So, stimmt. Wir haben bestimmt noch zu wenig Metall. E auf den Sattel. Ja, muss halt im Inventar. Ich muss im Inventar vom Dino trotzdem sein, ne? Wir können ja auch so Kibbel machen. T-Rex Level 165 ja, nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Ich gucke mal, was wir für Rex Kibbel brauchen. Dann können wir nämlich Rexe ziehen, die statt zu vermehren. Die brauchst du dann nur ewig, das Kibbel. Hallo? Rex Level 165? Nein, Mann. Nein, zu niedrig. Okay. Dann töte ich den, ne? Axi, aus dem Zement müssen wir das da haben. Was? Ich stuck halt komplett da drin, Alter. Oder lass mich raus. Ich Rex latscht in der Nähe. Ich bin so stuck, Alter. Oh, ich bin ein bisschen zu schwer für den Frosch. Ich hab gleich das Übergewicht, wenn ich den. Ach, Dings, Rexe brauchen ultra teures Kibbel. Ja, ja. Tom, wenn du die Level gehst, dann fallt dir alle. Was?
Geh mal dein Dex Level.